Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Galaxy 2. Wir wollten, keine Ahnung, was wir wollten. Mir wurde gesagt, dass die Kometen auftauchen, sobald ich hier in der dritten Welt ein paar Sterne habe. Irgendwie, vermutlich drei. Also, ich meine, es wurden drei gesagt. Und, ja, dann sollten wir mal anfangen. Die luftig lockere Blasebalgbeere. Ah, schön. Das ist ein Yoshi-Ding, oder? Das sollte auf jeden Fall ein Yoshi-Teil sein. Ach, die Mission. Ja. Die kenne ich noch. Die war super. Ich meine, alles, was man mit Yoshi und irgendwelchen Zusatzfähigkeiten machen kann, ist erstmal grandios, ne? Oh, auf jeden Fall. Und, boah, hier ist die Kamera wieder viel zu... Die ist zu extrem. Tut mir sowas nicht an. Ich weiß, dass ich da hoch muss. Gab es irgendwie... Genau, man konnte mit A, konnte man das ein bisschen stoppen. Genau, okay. Das war das, was ich nochmal wissen musste. Ich glaube, ansonsten sollte das... wie von selbst laufen, oder? Ja, ja klar. Oder, da ja, die Kometenmünze. Oh, die Kometenmünze. Nicht, dass die... Ah, die wird schon nicht hier sein. Und wenn doch, dann habe ich es verkackt und muss da halt irgendwann auch mal hin. Egal. Ich denke mal, das wird das geringste Problem, das wir haben. Ich weiß noch, in meinem ersten Let's Play hatte ich immer unfassbar viel Angst. Ich könnte ja die Kometenmünze... Die Kometenmünze verpassen. Das lag so richtig auf mir, so richtig, das hat mir so richtig am Gemüt genagt. Wie sagt man, ah, ich muss ihn da rüber und du lässt mich am besten dabei in Ruhe. Okay, komm direkt in der Luft. Erstmal die. Die hat ja definitiv Vorrang, genau. Und wieder so ein bisschen aus der Luft heraus. Weil es eigentlich kein Thema ist, ne? Die nächste ist ja schon direkt auf dem Weg. Easy. Gut. Kometenmünze haben wir. Der Stern. Ach. Nee. Oh. Okay, das ist sowas mit. Fall hier entsprechend runter. Tun wir bitte nichts. Nein. Rein da. Gut. Boah, Mario. Ach. Nicht dein Ernst. So, da kann ich mich ja eigentlich besser runterfallen lassen und dann dahin auch. Und da ist er schon. Ah, super. Gibt's danach endlich den Stern dafür? Ich meine, es reicht. Leute, es reicht doch, oder? So, mehr als genug hier gemacht. Oh. Konnte schon zu viel. Gut, ja, es darf nicht sein, dass ich zu lange diese Kameraperspektive behalte. Oder, dass die Kamera sich zu lange so krass dreht, wie jetzt zum Beispiel. Dann, da wird mir leider Gottes wirklich schlecht. Das ist ein bisschen lächerlich, ich weiß. Aber da wird mir richtig kotze Elend. Okay, ich sehe nichts. Wow. Die Herausforderung ist, die ist gigantisch. Saumäßig schwer, aber hier gibt es bestimmt auch noch ein Münzteil. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, da gab es auch so eine Münzreihe. Dann wird es vermutlich noch einen Münzstern geben. Und auf den freuen wir uns dann besonders, wenn wir hier nochmal alle Münzen sammeln dürfen. Wow. Das wird ja ein Spaß. Richtig. So viel Spaß haben wir gar nicht verdient. Ich zumindest nicht. Gut, erster Stern in diesem Part. Der zweite Stern wird dafür umso angenehmer. Es müsste ja jetzt der mit der Rutsche sein. Ich weiß, dass die Rutsche auch nochmal mit lila Münzen kommt und dann... Ja, dann hat sie auf jeden Fall einen gewissen Anspruch, aber sie ist trotzdem dann super cool. Oder ist es jetzt schon... Oh, das Geisterlevel. Oh, das ist auch ganz cool. Zumindest ist es jetzt soweit. Noch ein hungriges Maul zu stopfen. Wer ist denn diesmal da? Solltest du dich darum kümmern, die zu füttern. In der Röhre. Wer könnte denn da hingekommen sein? Keine Ahnung. Lass den Typen da einfach mal gammeln. Ich will den nicht. So.
Rutschen ist angesagt. Oh, das ist so geil, das Rutschen hier. Das Beste. Wir nehmen die große Baumrutsche. Oh yeah. Das geilste Level. Ich meine, in Mario 64 war es doch auch schon immer so, ne? Sobald eine Rutsche kam, geil. In Super Mario Galaxy 1 hat man ja diesen Rochen. Das ist eigentlich nicht so geil, aber... Och, nö. Ich muss jetzt ernsthaft dahin erst? Och, ich dachte, ich bin jetzt sofort bei der Rutsche. Das dämpft die Freude doch sehr. Aber immerhin ohne Yoshi. Aber ich glaube, das macht schwer. Wow, wow. Das war's schon? Das ist alles? Okay. Beklag dich nicht. Freu dich lieber drüber. Das ist schön. Schön ist das. Bams. Wunderbar. Und jetzt rein in die... Spaßgranate. Wie auch immer. Mit Mario 64 Musik. Perfekt. Mit der Musik der Mario 64 Rutsche. Oh. Die wissen echt manchmal, wie sie mich glücklich machen, ne? Weil heutzutage macht Nintendo mich öfters mal unglücklich, nachdem sie mich erst hypen und dann, ja. Und dann doch wieder, ja, dann doch wieder so ein bisschen im Regen stehen lassen. Aber zu dieser Zeit hier war das eigentlich noch alles, wow, ziemlich perfekt. Ich meine, wer sich zu Wii-Zeiten schon beschwert hat, der wird bei Wii U-Zeiten, ja, der wird sehr traurig sein. Das ist mal sicher. Schön. Herrlich. Und vor allen Dingen, ich kann die Rutsche doch. Weil ich glaube, die schwierige Stelle kommt gleich erst noch. Oder? Na gut. Hier wahrscheinlich nicht. Mit den lila Münzen war es halt schwierig. Ich glaube, du bist der Hüter des Sterns. Ist das so? So würdig. Mutig wie Borku. Nimm Symbol dafür. Cool. Ein schöner Stern, nur leider zu kurz. Leider etwas zu kurz. Was kam da? Was war das da unten? Ich glaube, das da unten war echt nicht so schön. Oder ist es jetzt soweit? Kometen tauchen auf. Oh, du hast einen kleinen... Boah. Mensch, erzähl mir doch nicht immer... Oh, der weiß ja was über Kometenmünzen. In diesem Fall spreche ich ihn mal lieber vorsichtshalber an. Kometenmünzen, schon gefunden, fleißig sammeln. Komet erscheint, jede Galaxie. Erster Stern, davor immer eine Wupp suchen, Augen auf. Ich habe bis jetzt alle gefunden, mein lieber Borku, aber es ist noch nichts passiert und ich bin langsam ein wenig enttäuscht. Ich würde nämlich auch gerne mal wieder so ein paar Kometenmissionen absolvieren. Das macht nämlich richtig Spaß. Naja, egal. Ach, die. Ja, Flaumwandler-Galaxie. Die können wir auch noch ganz entspannt machen. Da kann man auch noch ganz gut die Seele drin baumeln lassen. Wie eine Wolke im Wind. Hm. Warum auch nicht? Ja, die kenne ich noch sehr, 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 sehr genau. Aber ich habe keine negativen Gefühle, wenn ich an die Flaumwandler-Galaxie denke. Das ist gut. Ich glaube, das kann man durchaus als positiv ansehen. Außerdem hat sie die coole Mucke, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Die coole Mucke, die wir in Galaxy natürlich lieben. Und die wir jetzt natürlich auch, ja, das ist ganz klar, die lieben wir logischerweise auch in Mario Kart 8 in der Wolkenstraße. Ich muss sagen, jetzt, wo ich das hier gerade spiele, halt, ich will... Na, mach doch mal. So, jetzt, wo ich das hier gerade spiele, kriege ich ein bisschen Bock auf Mario Kart 8. Und das ist wieder so dieses Ding, was ich immer wieder gerne sage, was halt gerade bei Nintendo-Spielen extrem ist. Und bei den guten alten Rare-Spielen noch viel extremer, dass, wenn man die Lieder hört aus diesen Spielen... Dass man einfach instant richtig hardcore
Bock auf die Games bekommt. Oder so richtig, also... Ich höre das Lied und denke mir, boah, geil, ey, jetzt Mario Kart 8. Und wenn ich das in Mario Kart 8 höre, dann denke ich mir, boah, geil, ey, jetzt Mario Galaxy. Das wäre es. Aber ich glaube, das haben wir schon mal genau so besprochen, so ziemlich genau so. So, da können wir schon mal anfragen. Meister, was willst du am Ende? Oh, die Musik. Schön. Ich bin so hungrig. 30, okay. Ja, ich würde es dir geben, aber hey, du weißt selber, es geht gerade nicht. Oh, göttlich. Es ist einfach nur göttlich, so. Da kommt Wind von unten. Ich mache halt echt gerne den Rückwärtssalto dabei. Aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, funktioniert das einfach nicht immer. Skandal. Wie konnte das passieren, Wollo? Erklär! Ist nicht einfach von so Typi treffen. Alles wird gut, alles wird gut. Kamera? Okay, wollte gerade sagen, würde die Kamera mal bitte sich entschließen, für mich zu arbeiten und nicht gegen mich. Das wäre sehr nett. Wo ist die Kometenmünze? Ich meine, wir sind schon relativ lang im Level und haben sie noch nicht gesehen. War die nicht hier? Hm. Scheinbar nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass es in diesem Bereich auch mal eine gab. Dass sie ein bisschen weiter links ist oder so ein Mist. Geht natürlich auch nicht, natürlich nicht. Unterspringen! Wind trägt dich. Hm. Nicht wirklich, ne? Eigentlich trägt der Wind... Uah! Eigentlich trägt der Wind mich ja gar nicht. Das ist gelogen, was der da sagt. Aber hey, eine gute Lüge hat noch keinem geschadet, ne? Ich meine, wer von uns lügt denn nicht andauernd? Scheiße, das sind sowieso nur extra Leben. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Ist auch scheiße. Könnte ich dich bitte nochmal kriegen? Ja. Auch scheiße. Ah! Stell dich nicht so an, stell dich nicht so an. Ist ja gut. Oh, okay, das wird sogar... Hier ist die Kometenmünze drin. Richtig, so war das. Ich weiß doch Bescheid, ich weiß doch Bescheid. Da ist sie doch schon. Ja, ne, abwarten. Ist jetzt nicht so schwierig. Und sobald es aufgeht, ne, dann macht ihr weiter. Dann macht ihr einfach weiter. Dieses Spiel ist jetzt kein Let's Play mehr. Das ist jetzt offiziell ein Walkthrough. Ich erkläre alles. Jeden Schritt, das kleinste Detail, die Strats, die besten Strats. Durchgehend. Danach seid ihr ein ganzes Stück schlauer. Ganzes Stück, aber ein gewaltiges Stück. So. Das war der 28. Stern. Das war die 16. Kometenmünze. Und jetzt sollten eigentlich Kometen auftauchen, oder? Oh, geil. Frappy Snowland oder irgendwie so. Luigi hat was auf dem Herzen. Oh, hallo Bruder, jetzt dreimal darfst du Ratten nicht helfen, dir von nur dann eine Powerstern zu suchen. Ich wollte auch schon meinen, dass man in diesem Geisterlevel auch auf Luigi umschalten kann. Das hatte ich auch so in Erinnerung. Tatsächlich. Aber irgendwie. Oh. So, ne, gib mir mal die Weltenkarte. Ich will mal was gucken. Kein Komet. Kein Komet. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Wir werden es im nächsten Part vielleicht mal endlich rausfinden, wann die Kometen kommen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.